Der Bodensee-Frauenlauf. Vor einem Jahr hat der Sportservice Vorarlberg erstmals darüber nachgedacht, einen Lauf ausschließlich für Frauen durchzuführen. Am vergangenen Samstag fand zwischen Locher und Bregenz nun diese Premiere statt. Fast unglaublich die Teilnehmerzahl bei der ersten Auflage. 2000 Frauen haben sich für den ersten Bodensee-Frauenlauf gemeldet. Sie sind mit dem Schiff angekommen, mit dem Zug angereist und allein schon das Warm-up der Sportlerinnen beim Hotel Kaiserstrand in Lochau war imposant. Hannes Sturm, ehemaliger Spitzenleichtathletik und nunmehr beim Sportservice Vorarlberg, fungierte als Warm-up-Tänzer, die Damen hüpften quasi nach seinem Kommando. Obwohl das Wetter kühl und nass war, sah man bei diesem Frauenlauf nur begeisterte Teilnehmerinnen. Das Warm-up war wichtig, um sich warm zu machen und dann die 5 Kilometer zu absolvieren. Organisationsleiterin Verena Augster vom Sportservice Vorarlberg freute sich dann auch ganz besonders ob den tollen Leistungen und der großen Freude aller Teilnehmerinnen. Es hat die Erwartungen vom ganzen OK-Team vollkommen übertroffen. Wir haben vor einem Jahr nach einem Motto gesucht, haben uns denn für Frauen kennen keine Grenzen entschieden und es hat heute gezeigt, trotz strömendem Regen, 2000 Teilnehmerinnen, Wahnsinn. Im Ziel in Bregenz warteten dann tausende Zuschauer, darunter natürlich viele Männer, die auf ihre Frauen warteten und waren dann bei der Zielankunft begeistert. Es war eindrucksvoll. Jede Teilnehmerin, die 5 Kilometer von Lochau nach Bregenz absolvierte, war eine große Siegerin. Verena Augster bedankte sich neben den Sportlern aber auch besonders bei der heimischen Wirtschaft. Es haben uns Partner unterstützt wie Sparkasse, Pfanner, Intersky, VKW, die Sonnenkönigin, Inhouse. Partner, wo in der ersten Minute noch nicht gewusst haben, dass hier das ein Erfolg wird. Und wir möchten uns recht herzlich bedanken. Der Frauenlauf in dieser Form hat große Zukunft und die Verantwortlichen freuen sich jetzt schon auf eine Neuauflage 2011.